zurück in die 80er Jahre. Da gab es die Mauer noch und ein geteiltes Deutschland. Und direkte Demokratie spielte eigentlich dann eine Rolle, wenn es um inhaltliche Themen ging, wie zum Beispiel um den Atomausstieg oder also Volksentscheid gegen die Atomanlagen oder FCKW-Stopp. Das waren so die politischen Themen, die die Gemüter bewegt haben, und dazu forderte man ein Volksentscheid, eine Volksabstimmung. Und dazu kriegte man auch 750.000 Unterschriften zusammen. Aber das Problem war halt, dass man das immer inhaltlich verknüpft sah und es eigentlich jetzt mal darum ging, mal das Instrument als solches in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. Und das war letztendlich der Impuls, woraus dann Mehr Demokratie sich gegründet hat, durch Thomas Mayer, Gerald Hefner, Daniel Schiedi damals, dass man sagte, okay, jetzt kümmern wir uns mal wirklich um das Schlüsselinstrument der direkten Demokratie und versuchen mal die dreistufige Volksgesetzgebung, wie sie damals eben von Wilfried Heid auch entwickelt wurde, auf den Weg zu bringen. Und diese Rechnung ging scheinbar auf, denn es hat eine Handvoll Leute in Bonn angefangen, sich auf den Weg zu machen. Dann hat Thomas Mayer ja geschaut, wo gibt es überhaupt schon das Recht der direkten Demokratie? Das gab es eben in Bayern, und dann sind sie nach Bayern gezogen und haben gesagt, gut, jetzt wenden wir das Instrument an auf sich selbst, versuchen es zu erweitern, zu verbessern und führen damit auch gleich den Bürgerentscheid in den Gemeinden, in den Kommunen ein. Und das war so der erste große Durchbruch, und das war natürlich ein deutschlandweites Thema dann auch. Und aus diesem Erfolg heraus entstand dann erst der Mut, auch in die anderen Länder zu gehen. Also Hamburg war ja dann das nächste Land, und da kam erst ich aktiv dazu, indem wir wirklich mit Michael Effler, Manfred Brandt und einem Bündnis per Volksentscheid die Bürgerbegehren in den Bezirken für Hamburg eingeführt haben. Und so kam eigentlich ein Stein ins Rollen. Man hat uns natürlich am Anfang nicht geglaubt, also in Hamburg war das so, ich war gerade junge Studentin, Michael Effler war junger Student, man hat uns nicht geglaubt, dass wir das nur um des Instrumentes Willens tatsächlich wollen. Gibt es solche spinnerten Typen, die so viel Idealismus an den Start bringen und ein Instrument wollen, was sie nicht selbst in erster Linie ihnen selbst einen Vorteil bringt? Weil ich meine, die direkte Demokratie, die bringt mir persönlich erstmal gar nichts. Sie bringt uns allen was, wenn wir sie anwenden, wenn wir sie nutzen. Aber das war damals natürlich schon wirklich was Neues. Das hat natürlich der ganzen Bewegung einen Wahnsinnsschub gegeben, weil plötzlich stand im Mittelpunkt, wir sind das Volk. Das war ja genau die Forderung, die wir auch hatten. Und eigentlich waren die Achberger auch schon sehr viel weiter, weil sie eigentlich den Mauerfall schon vorgegriffen hatten in der Ausarbeitung des bundesweiten Volksentscheids. Der Omnibus hatte auf seiner Aufschrift stehen, Volksabstimmung in Deutschland, ne? Und nicht in BRD und solche Sachen. Und das war schon damals sehr provokant, aber spielte der Zukunft eben auch wirklich entgegen. Also da kam uns die Zukunft wirklich entgegen. Das war eigentlich was sehr Motivierendes. Und es wurde dann ja auch überall über Demokratie diskutiert. Also eigentlich ging man davon aus, dass ein geteiltes Volk jetzt endlich die Möglichkeit hat, zwei verschiedene Systeme jeweils erlebt, ein kommunistisches oder sozialistisches und ein kapitalistisches, und da heraus jetzt eine neue Verfassung zu erarbeiten, Ideen einzubringen, und dann machen wir eine Volksabstimmung, und dann ist das endlich unsere Verfassung, die unser gesellschaftliches Leben zusammen organisiert. Und diese Rechnung ging natürlich leider nicht auf. Das war dann schon schmerzlicher Punkt. Und dann war uns klar, wir müssen weiter über die Länderebene das Vertrauen in den Bürger erstmal schaffen, zeigen, dass der Bürger nicht dümmer ist als der Politiker, durchaus in der Lage ist, sich zu engagieren, durchaus in der Lage ist, sich zu beteiligen, gar keine verrückten Themen zur Abstimmung stellt, um dann letztendlich auch mal den bundesweiten Volksentscheid endlich zu haben. Ich meine, immer noch das einzige Land in Europa ohne eine nationale Abstimmung. Ja. Naja, auf europäischer Ebene haben wir eben inzwischen die erste Stufe von unserer dreistufigen Volksgesetzgebung. Du hast das Initiativrecht, kannst ein Anliegen auf den Weg bringen, und gesetzt den Fall, wir würden auch noch die zweite und dritte Stufe kriegen, dann hätten wir tatsächlich Deutschland überholt, über Europa. Und es ist natürlich schon heftig zu erleben, dass immer mehr Entscheidungen in Brüssel gefällt werden, die unser tägliches Leben betreffen, ganz klar. Das heißt, wenn ich da mich politisch engagieren will, muss ich das eigentlich auf europäischer Ebene tun, und die paar Themen, die es noch auf nationaler Ebene zu entscheiden gibt, die sollte man uns endlich auch nicht vorenthalten. Also ich meine, der ESM und der Fiskalvertrag, die müssen jetzt hier entschieden werden. Das heißt, wir müssen hier einfach eine Position dazu entwickeln, und die würde ich gerne, klar, per direkte Demokratie machen.
Also wenn man bedenkt, dass wir vor 20 Jahren galten wir als Verfassungsfeinde, als Spinnerte, Volksabstimmung, worüber denn? Das war ein Fremdwort. Dann hat sich im Laufe der Jahre die Kompetenz absolut nach oben hin entwickelt. Also jeder weiß heute, was Volksabstimmung ist. Jeder hat dazu eine Position, sei es dafür oder dagegen. Die meisten haben sogar schon Erlebnisse mit direkter Demokratie. Und das hat sich so verändert, das heißt auch das Bewusstsein über dieses Instrument, dass ich mal sage, die größte Wegstrecke liegt sowieso schon hinter uns und der Volksentscheid ist zum Greifen nahe und es wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wirklich auch unser Instrument werden. Und inzwischen sind 10 Verfassungsrichter für die Einführung bundesweiter Volksentscheide, weil sie sagen, der Wille der Bürger ist so differenziert und uns fehlen dazu die differenzierten Instrumente, um diesen politischen Willen ausdrücken zu können. Und das zeigt eigentlich, dass die Diskussion tatsächlich da gewachsen ist. Und was mich wirklich fasziniert ist, es geht nicht um eine Revolution, so Hauruck-Verfahren oder so jetzt wie in Ägypten, da bin ich überhaupt kein Freund von, sondern wirklich um eine Evolution, also um eine schrittweise Entwicklung von innen und von unten heraus aus der Gesellschaft. Und das schafft Vertrauen, das schafft Kompetenz, das schafft uns auch die nötigen Zeit, die wir brauchen, um diese Reform zu diskutieren, weil es wird uns gar nichts nützen, wenn der Volksentscheid von oben kommt und keiner weiß überhaupt, was das ist, sondern wir müssen es uns schon erarbeiten und erkämpfen. Das ist erstmal mühsam, aber ich glaube, in der Qualität nachher ist das sehr, sehr viel wertvoller.